Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Adam Wolf. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja aus dem Krankenhaus befreit. Wir hatten ein paar Kindheitserinnerungen und ja, wir haben auf jeden Fall erfahren, dass unsere Schwester in Gefahr ist, Ellie. Und wir stehen jetzt vor ihrem Haus und müssen wir mal sehen. Ich gucke erstmal ihre Post. Nee, ich nehme am besten einfach mal die Tür, ne, mal gucken, was passiert. It's opened. Ist schon offen, okay. I hope I'm not too lame. Beziehungsweise ist nicht so gut. Oh nein, Ellie. No! Nein, es ist die andere. Das ist nicht Ellie, es ist die Frau, die mir im Krankenhaus die Karte gegeben hat. Aber die Frau vom Krankenhaus, haben wir noch ein Messer dabei? Nee, wir haben gar nichts dabei. Die hat hier einen Schlüssel noch dabei und ein Handy. Oh, irgendjemand ist hier noch da? Da schaue ich erstmal Fernseher. Ja, dann versuchen wir mal da oben reinzukommen. Ja, okay. Postschlüssel, okay. Amandas Handy. Da können wir auch mal gucken, ob das... Nee. Hier kommen wir nicht rein, dann müssen wir nochmal an den Postkasten hier. Komm, ey, dann mach schnell. Der ist leer. Videokamera. Irgendwo muss doch der Schlüssel für diese Tür hier sein. Ah, okay, können wir durchgucken. Jemand hat die Tür blockiert. Vielleicht komme ich so übers Dach in andere... ins andere Zimmer. Komm, Ellen. Gib alles. Ich muss das Das muss das Schlaffenster sein. Ein Tuch. Ellie? Is that you? You! How many times must we kill you? You will die! Was? Ich weiß nicht, wer es ist. Achso, ich muss dieselben finden wahrscheinlich. So. So. Komm schon, ey, dann mach schnell. Stop it! I'll stop once you stop breathing! Niemals. Oh. Jetzt haben wir ihn erschossen. Oh, Gott sei Dank. That was close. Was für ein seltsames Halsband. Tötet das Mädchen, findet das Buch. Er hat also nach etwas gesucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie aufregend. Okay, ganz ruhig, findet zuerst heraus, was er hier gemacht hat. Er hat die Tinte auf die Schränke gewischt. Auf diesem Gemälde sind Tintenspuren. Fettflecken.
Der Leppy ist gar kein Hinweis? Keine Ahnung. Wo ist der letzte Hinweis jetzt hier? Mensch, ich bin so aufgeregt. Ja, alles Finale hier. Er hat Tinte an seinen Händen. Okay. Ich habe ihn unterbrochen, als er ihre Schränke durchsuchte. Ich sollte in den Schränken nachsehen. Anscheinend hat er Tinte drüber verschüttet, als er nach etwas suchte. Ich sollte wirklich, offensichtlich ist das das Tagebuch der Frau, ich sollte wirklich mehr über diese Ritualstatuen und Totems auf der Welt herausfinden. Sie geben ein faszinierendes Thema für meine nächste Ausstellung ab. Ellie und ich haben wirklich hart an diesen Statuen gearbeitet. Jetzt hängt alles von mir ab. Die letzte ist an ihrem Platz. Ich hoffe, dass es Ellie gut geht. Das ist hier so ein GPS-Code, denke ich mal. Okay. Hier fehlen ein paar Teile. Ein Teil fehlt, oder zwei? Weiß nicht. Laptop-Kabel. Taser. Gemäldeteile. Okay. Gut, das müssen wir jetzt puzzeln hier, scheinbar. Das ist ja hier die Ecke. Machen wir die Ecken erstmal, so wie beim richtigen Puzzle, ne? Die Ecken und die Kanten. Gott, Gott. Jetzt die andere Ecke. Hier ist auch noch eine Ecke. Wo ist hier die obere Ecke? Hier. So. Machen wir das schon mal. Dies kommt vielleicht hier runter. Ist hier hoch. Das kommt hier irgendwie auch hier runter irgendwo. Das kommt hier vielleicht hin. Ja, vielleicht hier auch hier hin. Ich weiß nicht so genau. So vielleicht. Ja, das sieht gut aus, glaube ich. Fehlt uns von unten nur noch ein Teil. Nehmen wir das hier. Das kommt vielleicht hier rüber. So. Nee, Moment, das... Das kommt hier drüben irgendwo erst hin. Gott, oh Gott. Wird jetzt nochmal richtig kompliziert hier. So, vielleicht. So, nein. So passt. Oh nein. Also. So, und dann das hier rüber. Das kann ja dann nur hier hinkommen. Ja, die Ränder haben wir jetzt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir bloß noch hier das klar kriegen. Hier ist dieses Zelt. So vielleicht oder so. Nee. Oder ist das ein Haus? Ich weiß nicht so genau.
ist das schwer zu erkennen hier. Das hier sieht auch gut aus. Oder haben wir hier vielleicht einen Fehler? Lass uns mal. Das sieht hier auf jeden Fall auch nicht gut aus. Vielleicht müssen wir das auch so machen. Genau so. Und dann so. Nee. So. So. Nee. So sieht's gut aus, glaube ich, ne? Hier unten auf jeden Fall. Das ist auch richtig. Das würde ich sagen, ist hier auch richtig. Das auch. Wir müssen jetzt bloß noch diese hier zusammenbekommen irgendwie. Irgendwo ist hier ein Baum. So vielleicht. Ne, das passt hier auf jeden Fall nicht hin. Es kann auch sein, dass hier oben irgendwo ist. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Ja, das muss irgendwo anders sein. Hier muss das hin. Nein, 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 nein. Bitte nicht. So. Ah, das sieht schon fast fertig aus, finde ich. Jetzt muss es nicht. Ah, okay. Nicht mal so einfach hier. Ich hoffe, das passt hier. Das passt auch. Eigentlich dieses passt nicht mehr, aber wo ist das andere, was nicht passt? Hier, so. Jetzt haben wir das. Oh. Gott, 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 Gott. Was ist das? Was war das? Dreieckiges Wappen. Der Akku ist tot, ich muss das Ladegerät anschließen. Eine Bürste können wir auch immer gut gebrauchen. Laptop-Kabel. Hier keine Gabel verwenden, hahaha. Das ist wahrscheinlich die Steckdose. So, dann wollen wir mal gucken. Der Akku ist tot. Das ist Ellie mit der Frau, die sie aufgehängt haben. Ich habe dasselbe Foto irgendwo im Wohnzimmer gesehen. Ich frage mich, wie das Passwort lautet. Im Wohnzimmer. Hier oben vielleicht. Da. Das ist das Bild vom Laptop. Ist auch noch eine DVD. Uhr. Fotodatum. Okay, Ali, it's recording. Let's go. Hey, hinter diesem Schrank ist ja eine Geheimtür. Everything's fine, don't worry. Der diesen Schrank ist eine Geheimtür. Wohnzimmer. Hier hinter dem. Okay.
23.45 Uhr, da klopft jemand an, ich bin gleich wieder da. 23.45 Uhr geschickt, jetzt kann ich meine Uhr verwenden. Die gibt's nicht zum Spielen im Wohnzimmer. Sie hat das für mir Handy. Hier kommt das Tuch. Und was ist das? Haarbürster. Hallo? Sie hat etwas im Boden versteckt. No! Please! Boy! The effigies are in their place. The rite has begun. I did everything Ellie said. Please. Your time has run out. Now just to find that book. Oh, voll brutal. Aber sie hat hier auf jeden Fall was versteckt. Links 70. Rechts 10. Okay. Links 70. Hey, hallo? Ist das die 70? Ich hoffe. Rechts 10. Links 40. Muss ich das klicken oder macht er das alleine? Rechts, ach ne, hier ist er links. Haha! ich mit meiner Links-Rechts-Schwäche. Okay, machen wir nochmal neu. Links 70. Ah, jetzt macht das auch. Okay. Ich hab's verwechselt. 10. 40. Rechts 80. Links 20. Okay. Ja, habe ich mir schon gedacht. Jetzt kommen wir zu dem Geheimraum und die beiden Symbole einsetzen. Bin ich mal gespannt, was dahinter ist. Oh, Katakomben. Ein Geheimversteck. Ellie, in was bist du da bloß reingeschlittert? Dieser Griff ist glühend heiß, den fasse ich nicht mit der Hand an. Gott. In was sind wir da bloß reingeschlittert? Eine Uhr ohne Zeiger? Ich kenne das Passwort nicht. Den, ohne Griff bekommt man den nicht auf. Da ist die Zange, ne? Oder? Ne, Griff ist das, okay. Hatten wir nicht die Zange eben schon? Diese Nägel sind ein wenig locker, wenn ich sie doch nur... Ja, da haben wir aber nichts für. Doch. Das wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren hier mit der Zange, ne? Ohne Zeiger. Anscheinend ist das Wasser eiskalt. Ganz schön dreckig. Diese Augenhöhlen sehen irgendwie viel zu leer aus. Komm, Adam. Abreißen kann ich das Ding nicht, aber vielleicht abschneiden. Okay, jetzt haben wir das Tuch.
Was mache ich hier? Kann ich hier überhaupt was machen? Achso, hier fehlt ein Teil. So, das kann hier bleiben. Das kommt so. Was ist das? Was war das? Ich habe gar nichts gesehen. Oh Gott, Freunde, Alter. Irgendwas passt da rein, aber was bedeutet die Beschriftung? K.O. Ich habe absolut keine Ahnung. Ey. Ach, hier. So. Hier haben wir noch... Ist das nicht eine Zange? Das funktioniert nicht. Aber damit können wir vielleicht das hier rausholen. Ja, okay. Was ist das? Wo war das mit dem Griff? Aber wir haben doch den Griff jetzt eben schon eingesammelt, Gott verdammt. Oder liegt der jetzt hier noch irgendwo rum? Hallo? Ich habe doch den Griff da gerade rausgeholt. Anscheinend ist das Wasser eiskalt. Ach so, alles klar. Gut. Dann haben wir jetzt den Griff. Gehen wir mal hier ran. Hier ist ein Hammer. Beziehungsweise so ein Multifunktionswerkzeug. Ja, hier bitte auch, Alter. Was soll ich jetzt damit? Hier fehlt uns noch irgendwas. Ich mach mal einen Tipp. Ah, alles klar. Das ist ja auch nicht schlecht. 9734. Das ist auch nicht schlecht. 9734. Ist ja zweites Smaragd. Oder Topaz oder so. Playing another game? Indeed we are. The game of life and death. Once again, you stand near the end of your timeline. This time, it is the life of your sister that you are running to save. But the future has already been written. Never believed that. I will save my sister. Your beliefs are irrelevant. The only thing you can do is dance to the tune of time. This book will show you. Follow it, and it will guide you to your sister, but at a price. Okay, wir sollen zu den Takt der Zeit tanzen. Das Buch soll uns wohl zeigen, wie man das tut. I don't even know why I'm reading this occult nonsense. Das Buch der Zeitlosen. Verfasst von R. Wade und den Engeln der Zeit. Yeah, right.
Sie hatten Zweifel an unserer Sache. Sie bezweifelten, dass Zeit irrelevant ist. Eine menschliche Erfindung und eine menschliche Krankheit. Wir haben die Ewigkeit und die Unsterblichkeit gefunden. Dieses Buch ist der Beweis dafür, Sterblicher. Dieses Buch wird dir die Zukunft zeigen. Die Zukunft. Sie ist bereits geschrieben. It's got my name on it. Thrilling. Okay, Book, show me what you've got. That acolyte had a necklace with this same symbol. Okay. Sollen wir das vielleicht holen? Ich weiß nicht so genau. Adam stood at the circus square, looking at a beautiful statue, the Angel of Time. He knew it was his only ally, and the only clue to finding his sister. Seems you're right, Book. Next stop, Circus Square. Okay, dann sollen wir jetzt zum Zirkus, scheinbar. Ich habe diesen Ort im Krankenhaus im Fernsehen gesehen. Ah. Oje, oje, das wird doch mal richtig übel jetzt. achso, nee, ich hab vergessen hier. Ich kann gar nicht. Ich kann die Karte jetzt nicht benutzen. Okay, irgendwas müssen wir noch machen. Is everything all right, dear? Oh, what's this then? Someone's at the door. I just heard some noise in there, and I'm starting to worry. Die Nachbarin vielleicht oder so? Hello? Who's ever in there? You'd better answer, or I am calling the police. Das ist die alte Nachbarin. Sie darf mich nicht sehen. Verstecken wir uns in den Fernseher. Oder wie, oder was? Was war das jetzt? Die Lautstärke, oder was war das? Hä? Everything's fine. Oh, okay, darling. I'll leave the car keys in the mailbox. Good night. Alles klar. Kevin allein zu Hause, lässt grüßen. Puh, das war knapp, jetzt kann ich endlich raus. Okay. Gehen wir hier nochmal ran und holen uns die Autoschlüssel. Ich brauche die Schlüssel, keine Chance, ich muss das Fenster aufbrechen. Hübscher Schlitten. Die Schlüssel haben wir, ja. Dann ab zum Zirkus. Genau wie im Buch beschrieben. Hier gibt es keine Info, ich weiß nicht, was man hier tut. An diesem Ding müssen ein paar Teile fehlen, okay. Können wir eh jetzt noch nicht machen. Sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Zelt. Decke. Feuerwerk. Gut. Da ist so ein Teil. Das wird wahrscheinlich nicht das einzige sein, denke ich mal. Hier ist aber nichts weiter. Ich hasse es, mich zu verkleiden, aber ich muss tun, was zu tun ist.
wird nicht funktionieren. Zu klein, selbst für eine Taube. Ich halluziniere also nicht. Und das ist wirklich ein Zirkus. Oh, den kennen wir doch. Give up, Adam. And don't worry. Your sister won't end up like Amanda. I promise. She is of much greater importance for me. You, however, will end up like Amanda. That is my promise to you. A dead man threatening an immortal one. How silly is that? Forget Ali. Just as you forgot all the miracles I performed to prove you wrong. You've... Sir, 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 who are you talking to and what are you doing in my circus? We have performers, dangerous animals, expensive equipment. This is no place for visitors. I'm looking for this statue, this kind of weird looking one with, No, 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 you are not listening to me. There are no statues here. No weird ones or normal ones, none. So unless you are a performer or a member of the staff, which you are obviously not, or I would know it, you have no business being here. Please leave. Ich muss eine Möglichkeit finden, da wieder reinzukommen. If you catch the coin I'm tossing while it is in the air, I'll... You did it. No more fun for me. Oh, how I wish for something interesting to happen. Fireworks would be nice. Das Ding scheint zu funktionieren, aber ich brauche eine Münze. Dose. Zwei Walkie-Talkies. Koi Tower außen, ich weiß nicht. Ah, okay, hier können wir uns auch nochmal umschauen. Safety Stick. Magnet. Oh Gott, ey. Was will ich hier alles einsammeln? Eingang zum Koi Tower. Move along, sir. The exhibition is over. Move along, sir. Move along, sir. The exhibition is over. Unsere Marke haben wir leider nicht mehr. Schade. Move along, sir. The exhibition is over. Aber das ist vielleicht auch erst für später, ich weiß nicht so genau. Hier komme ich nicht mehr rein. Sie werden mich rauswerfen, wenn ich nochmal so ankomme. Feuerwerk hier. Oder hier ein Hut. Oder vielleicht willst du ein Plüschtier haben. Auch nicht. Oder eine Dose. Walkie-talkie? Selfie-Stick? Magnet? Ja. Will er alles nicht haben. Schauen wir uns hier nochmal um. Ich weiß nicht so genau. Vielleicht haben wir hier... Ich hasse es, mich zu verkleiden, aber ich muss tun, was zu tun ist. Ja, aber wie? Na gut, hier können wir das Teil einsetzen, aber ist das denn, bringt es uns was? Okay. Aber hier fehlt doch noch eins, oder? Nee, scheinbar doch nicht. Ich denke mal, wir müssen das alles auf eine Linie bringen, vielleicht, oder so, ich weiß nicht genau.
Obwohl es hier mit hier unten ja nicht so geht. Ich muss die Teile bewegen, sodass das leuchtende Quadrat von Punkt A nach Punkt B rutschen kann. Jetzt wird es nochmal richtig happig. Wir können auch überspringen, ne? Aber vielleicht probieren wir einfach hier noch ein bisschen. Jetzt muss hier durchflutschen können. Oh. Und dann kann ich die hier schon mal hochfahren. Aber ja, da komme ich hier nicht weiter. Das so vielleicht. Und das hier immer so und so und so. Ah. Okay. Ah, das zweite Zeichen. Dann holen wir mal das Buch raus. Wo ist das? Ich habe so viel Kram dabei auf einmal. Adam was alone in the circus. Except for another one of those statues. His timeless allies. Ich muss in den Zirkus reinkommen. Wie viele Seiten hat denn das Buch? Okay. Jetzt müssen wir dann den Zirkus machen. Gut, aber hier kommen wir ja nicht mal rein, ne? Das ist ja auf jeden Fall Zelt. Und hier mit dem Verkleiden verstehe ich halt nicht, ne? Ich mach mal hier und nochmal einen Tipp. Hey, can I borrow your costume? Ah, okay. Of course not! But this could be fun! No! Well, I kinda figured getting back inside wouldn't be that easy. Vielleicht will er jetzt das Feuerwerk haben? Nee, auch nicht. Hier sitzen jetzt zwei Jungs auf dem Skateboard. What do you want? The guard already took our firecrackers. Firecrackers? How about rocking some fireworks? Awesome! Here you go. But you set them off on my mark. Yeah, man. But what's the signal? Ich brauche eine Möglichkeit, den Kids aus der Entfernung ein Signal zu geben. Hat das Walkie-Talkie. We'll use these. Walkie-Talkies? Cool! Can we keep this too? Just do as I say, and run before the guard from upstairs gets you for lighting up the sky. Got it. We'll wait for your signal. Gut, dann reden wir hier mit ihnen nochmal. Es ist Zeit, ihnen ein Zeichen zu geben und die Show zu beginnen. Okay. Now. Incoming! Ooh, fireworks! Er ist abgelenkt. Vielleicht kann ich ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Mit dem Selfie-Stick. Jetzt kann ich ihn erschrecken und ihm seine Kleidung abnehmen.
Taser. Voll brutal. Sorry, ich meinte das nicht persönlich. Nee, das meint man nicht persönlich. Ich kann ihn nicht einfach hier lassen, das wirkt verdächtig. Ich kann den Mann doch nicht halbnackt auf der Straße lassen. Na komm, da kriegst du den Hut. Und die Decke. So. Gut, und wir haben jetzt das Kostüm. Jetzt kann ich zum Zirkus zurück. Zirkusbühne. Nach links sehen. Verschlossen. Hey, ein Affe. Hey, das ist ja der Schlüssel zum Käfig. Anscheinend muss ich spielen, um das Ding zu erhalten. Ich muss ihnen eine Dose geben, wenn ich das Spiel spielen will. Okay, wie ist das? What? Hey, das ist nicht fair. Und was mache ich jetzt? Das war jetzt schon ein bisschen gemein. Das ging daneben, ich muss noch mal versuchen. Sieht man das vielleicht auch irgendwie an der Dose? Ich weiß nicht so genau, aber die sehen alle gleich aus, ne? Dose? Aha, aha. Ah. Ich glaube, er schummelt. Ja, aber süß. Dämpf! Nein! Nein! Das schummelt definitiv. Mit dem Magneten irgendwie vielleicht, ne? Weiß nicht. Oh nein! Oh. Safety Stick. Klebeband. Das bringt uns alles nicht weiter, ne? Vielleicht kann ich ebenfalls schummeln, um diesen Schummler zu schlagen. Ah, okay, alles klar. Ja, dachte ich mir schon irgendwie mit dem Magnet. Okay, dann kriegen wir jetzt den Käfig auf. Was haben wir da? Tolles dahinter. Oh ja. Jonglierkeulen. Oh. Und Bälle. Eine Tuba. Eine rote Sternscheibe. Was war hier hinten? Ja, irgendwas. Bimmelwildspiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ach, der Affe, der ist voll süß. Und ja, bleibt schön gesund, ne? Wir sind auf jeden Fall wir kommen dem Ziel immer näher. Und in der nächsten Folge, vielleicht schaffen wir es ja sogar in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch geht. Oh, die Katze ist aber auch süß. Oh.
Und ja, bleibt schön gesund, ne, und munter. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Tschüss.